Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Digital 6, Aufstieg eines Königreichs. Nach absoluten Jahren, die wir auch gewartet haben, weiterzumachen, können wir es endlich angehen. Wie wir festgestellt haben, haben wir das Replay von Dragon Age 2 jetzt ja abgeschlossen. Und per nahtlosen Übergang setzen wir dann jetzt Digital 6 fort. Das kann jetzt dann wird jetzt den entsprechenden 17 Uhr Slot belegen, das heißt, jeden Tag 17 Uhr kommt dann eine Folge Siedler 6 raus. Sodass man sich sowas nicht mehr entscheiden müssen zwischen Siedler 5 und Siedler 6. Die funktionieren jetzt beide parallel zueinander. Ich habe es vermisst, wo ist die Musik hin? Bitte wecken da. Okay. Die Musik hat sich auch mal selbst verabschiedet. Wir spielen das Spielchen über die History Edition, die es ja inzwischen gibt. Ebenso wie wir sie da 15 größter über die History Edition spielen. Und. Nein. Wir wollen nicht laden, wir wollen das freie Spiel. Wir wollen erstmal verhindern, dass wir die gleiche Verwirrung haben, die wir bei Siedler 5 haben, wo wir irgendwann den Überblick darüber verloren haben, welche Karten wir gespielt haben und welche nicht. Hauptsächlich in Bezug auf die Freispielkarten. Deswegen würde ich sagen, bevor wir irgendwelche User Maps wieder anfassen, arbeiten wir uns durch sämtliche der regulären Freispielkarten durch, die wir noch nicht haben. Was im Endeffekt alle sind außer Rebellion in der Stadt. Mit der haben wir angefangen, soweit ich mich erinnere. Und dann arbeiten wir uns durch. Den fairen Handel. Wir müssen das Kloster Metaria mit Goldlieferungen unterstützen. Im zentralen Waldgebiet jedoch lauern Banditen. Gemäßigt, eine XL-Größe und läuft über ein Missionsziel. Wen nehmen wir denn mit? Ich bin gerade ein bisschen fertig, dass die Musik einfach weg ist. Nun gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal mit, weil es um ein Kloster geht und um Geld, nehmen wir Alandra mit. Spiel vermisst. Das ist lange her. Früher war es ja so, dass wir Siedler 5 und Siedler 6 über den gleichen Slot haben laufen lassen und da Siedler 5 einfach deutlich erwünschter war von so ziemlich allen von euch oder einem Großteil von euch. Da ist die Musik wieder. Ist Siedler 6 halt irgendwann untergegangen, was mich immer ein bisschen traurig gemacht hat. Aber jetzt hauen wir ohnehin schon zu viele Videos pro Tag raus, dann macht es keinen Unterschied mehr, wenn wir dann zu Siedler 6 hinzugehen. Oder Siedler 6 wieder an die... Siedler 6 wieder reinnehmen und die Position annehmen lassen, die Dragon Age 2 bisher hatte. Jetzt muss ich noch irgendwann schaffen, dass wir um 14 Uhr Age of Mythology kriegen, wie ich vor einem halben Jahr oder so angekündigt hatte. Und dann wird es bestimmt irgendwann alles wieder laufen. Als wir auch den Siedler 7 Slot hatten, der dann eigentlich hätte von Age of Mythology ersetzt werden sollen. Was nicht ganz mitgespielt hat. Nicht das Spiel, sondern einfach die gesamte Zeitplanung ist nach hinten losgegangen. Aber das wird alles in den Griff bekommen. Ziemlich sicher. Wir müssen dieses Kloster finden. Ich bin gerade ein bisschen fertig, weil ich nicht weiter rauszoomen kann. Wir müssen ein Kloster finden, okay. Jawohl. Ei. Ist das alles, was ich rauszoomen kann? Wirklich? Geh weg. Ich bin jetzt von Siedler 5 der History Edition sehr verwöhnt, wenn es darum geht, weit rauszusuchen. Wir haben Kühe. Getreide als starke Ressourcen. Jawohl, ganz wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Alles klar. Auf euren Befehl. Handelspartner. Das ist Befehl nett. Verstanden. Noch mehr Kühe. Auf euren Befehl. Ei. Wenn wir gerade nur erkunden und uns auf überlegen, wie Befehl. Wir vorgehen wollen. Es gibt echt viele Kühe auf hier. Auf euren Befehl. Befehl verstanden. Nicht so viel Wild, aber sehr viele Befehl Kühe. Befehl verstanden. Okay, wo auch immer du lang rennst, tu es nicht. Hinten geht es auch noch irgendwo ganz hin. Ganz wie ihr wünscht. Ganz wie ihr wünscht. Ganz wie ihr wünscht. Stein. Es gibt aber kein Wild. Ganz wie nun gut, die Brücke verbrennen wir, wenn wir sie erreichen.
Mit Shift. Nein! Ich komme jetzt gerade andauernd durcheinander wegen der Steuerung, weil ich aus irgendwelchen Gründen noch die andere Steuerung im Gefühl habe. So, Holz kommt dann darüber rein. Und hier haben wir auch noch einen Wald, den wir ein bisschen holzen können. Auf unsere übliche Art und Weise arbeiten wir natürlich zum größten Teil über Ästhetik. Weil sich Siedler 6 wunderbar anbietet, um schöne Städte zu bauen. Was legen wir wo an? Erstmal ein bisschen mehr Holz beschaffen. Fangen wir es jetzt mit den Kühen an, die wir haben. Wir setzen unsere Kuhweide nach hier unten hin. Und so. Nein, Straße, lass das. Gut. Und dann können wir die Käserei hier aufstellen. So, wollen wir erstmal schauen, dass wir die Straßen irgendwie 50 und vorgezogen kriegen, mit denen wir arbeiten wollen. Ja, so. Passt auch irgendwas dazwischen? Nein, passt es nicht. Dann sieht das kacke aus. Dann machen wir es nicht so. Dann arbeiten wir doch darüber. Und arbeiten wir daran, die Stadt ringförmig aufzubauen. Da werden wir sehen, wie wir das machen. Gut. Kein Holz, nein. Oh. Das sind ganz schön viele Banditen. Wie sind die aufgedeckt? Unser Zugriff auf Wild ist erstmal blöd. Das bedeutet, wir können nicht über ein Gerbe arbeiten. Alles klar. Und kein Gerber bedeutet, wir brauchen Wolle. Der Rote hat Wolle, der Grüne hat Eisen und Wild. Die Banditen sind bekannt. Sie sind noch nicht verfeindet mit uns. Aber die werden es bald sein. Wahrscheinlich sobald wir das Kloster haben. Ei! Schon unterwegs. Befehl verstanden. Jetzt sind sie wütend. Sofort. Jawohl. Befehl verstanden. Jetzt, wo wir ein Gebiet durchquert haben. Na gut, wir mussten es so oder so durchqueren. In Hoffnung war, wir könnten uns... Auf euren Befehl. Ah. Alles klar. Nein. Okay, alles dann klar. Renn mal durch. Sofort. Wir sind nun Feinde bis aufs Blut. Eure Städte sollen brennen. Schon unterwegs. Lass das. Jawohl. Ich werde angegriffen. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Ich muss ein bisschen umsehen. Ei. Ihr seid es wert, mit euch in Kontakt zu treten. Auf euren Befehl. Befehl verstanden. Okay, warum sind sie so pissig auf uns?
Ganz wie ihr wünscht. Ei! Das ist Kloster, nehme ich an. Ja, das ist Kloster. Schon ich will unterwegs. Das noch nicht entdecken aus Sofort. Sicherheitsgründen. Ei! Befehl verstanden. Befehl verstanden. Oh, alte Hütte. Ich werde es nicht riskieren, jetzt mal auszupacken. Vor allem möchte ich sehen, was passiert, schon unterwegs. Wenn einer unserer Karren da durchgeht. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Schafe. Auf euren Befehl. Denn wenn die immer wütend werden, sobald irgendwas von unserem Territorium betritt, ganz dann werden die uns natürlich ausrauben. Ei, ganz wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Wie ich gerade sagen wollte, wir wollten hier noch Sachen machen, bevor Leute hier anfangen zu verhungern. Wie sie es jetzt gerade tun wollen. Hier sind wieder Feinde. Und das Spiel macht einen automatischen Quicksave. Ganz wie ihr wünscht. Befehl verstanden. Ei! Da kommen wir nur im Winter hin. Schon unterwegs. Sofort. Komm mal hier rüber. Ganz wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Wir bauen Stein. Jawohl. Und Steine und Schafe. Sofort. Ihr seid es wert, mit euch in Kontakt zu treten. Auf euren Befehl. Sind wir jetzt der Feinde? Auf euren Befehl. Die Banditen haben ihre. Haben sie nicht mehr alle. Alles klar. Alles klar. Schon unterwegs. Befehl verstanden. Rufen wir das mal. Kaufen wir eine Ladung Wolle. Ganz wie ihr wünscht. Und schau mal, was passiert. Okay. Das ist interessant. So. Machen wir es einfach kurz pleite. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Die brauchen wir aus Sicherheitsgründen, die Wolle. Ei. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Gut, wir haben auf jeden Fall die Wolle, die wir brauchen, um theoretisch aufzusteigen. Jawohl, ganz wie ihr wünscht. Da oben können wir nur im Winter, nicht wahr? Ender. Komm schon, Gold, du schaffst das. Genau, die Getreidefarm können gerade weniger machen. Die Kuhfarm wird ausgebaut. Die Zeit wird zeigen, ob man euch trauen kann. Alles klar. Jetzt sind wir unbekannt. Ei. Jawohl. Ei. Das ist gleich, wenn wir wieder verfeindet sein. Jawohl. Jawohl. Egal, nehmen wir das mit. 1000, oh Gott. Schon unterwegs. Jawohl. Befehl verstanden. Sofort. Ei. Auf euren Befehl. Alles klar. Befehl verstanden. Jawohl. Jawohl. Als sicher, als Sicherheit. Sofort. Jawohl. Die Banditen scheinen auf jeden Fall ihre Stimmungsschwankungen zu haben. Sofort. Schon unterwegs. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Sofort. Ich wollte nur sicher gehen für den Fall, dass die Banditen irgendwie wütend werden, dass wir noch ein paar Karren haben, die abfangen können. Alles klar. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Hier haben wir oben nicht wirklich irgendwas.
Jetzt sind sie plötzlich wieder Bekannte. Ich weiß nicht, was mit den Banditen falsch ist. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Wir haben Kühe. Das ist eigentlich für uns ein Grund, uns ins Territorium mit Schafen zu holen. Schon unterwegs. Solange wir uns hier vertragen. Wir haben ein Territorium Hills eingenommen. Hills of Glory heißt das Territorium. Gönnen wir uns mal zwei Steinbrüche. Oder Steinmetze. Gibt's hier Schafe? Nein, aber Wild. Und Fisch. Weniger anfällig, alles klar. Wir holen das und hoffen, dass der Kollege durchkommt. Wenn die Banditen spontan wütend werden, werden sie ihn ermorden und dann gucken wir blöd. Jawohl, Befehl verstanden. Jawohl. Wir sind nun Feinde bis aufs Blut. Eure Städte sollen brennen. Warum? Wir werden angegriffen. Da gehen die fünf Vartaler. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Ihr macht mich traurig. Wieso habt ihr Milchprobleme? Naja, Brot, unser Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist voll. Ja, das habe ich gehört. Wir warten wieder auf, was wir uns mit den Kollegen vertragen. Sobald wir uns da vertragen, gehen wir uns diese beiden Territorien hier holen. Das Lagerhaus ist voll. Warum? Die Zeit wird zeigen, ob man euch trauen kann. Okay. Ich möchte Schafe. Ganz wie ihr wünscht. Und ich möchte Wild und Fisch. Ganz wie ihr wünscht. Das Lagerhaus ist voll. Ja, dann tut's. Wir brauchen noch ein bisschen. Wir haben ein Territorium zwei Steine, dann geht angenommen. Das. Wir können auch schon mal anfangen, unsere Weber zu bauen, die wir brauchen werden. Wir haben ein Territorium eingenommen. Dahin. Beide Territorien sind unser. Gibt es unterwegs irgendwo etwas, was unsere Schafe ermorden wird? Nein. Dann möchte ich die Schaffarm definitiv hier. Jetzt sind sie wieder Bekannte. Das Spiel speichert wieder per Quicksave. Okay, ganz ehrlich. Kann ich das irgendwie ausschalten? Scheinbar nicht. Tastenbefehle. Na gut, da ich es scheinbar nicht einstellen kann, gut genug, weiter geht's. Befehl verstanden. Jawohl. Wollen wir jetzt erstmal loslegen? Wir brauchen Wild.
und Fisch. Gut. Und was machen wir mit den Schafen jetzt? Ziehen wir die runter zu? Ich glaube, sie können wir runter, ohne weiteres runter zu uns ziehen. Nein, bitte. Ich bestärke die Siedler in ihrem Glauben und sie spenden mehr Gold in der Kollekte. Das mögen sie wohl. Gut.